Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange 2. So, ich habe gerade leider die Aufnahme hier, also gerade so der Anfang, den hat es mir gerade ein bisschen versemmelt. Also der hat jetzt leider auch den Checkpoint hier hingesetzt, wo wir in das Büro reinkommen. Den Schlüssel, den wir gefunden haben, der hat tatsächlich gepasst, aber sonst habe ich, glaube ich, nicht mehr allzu viel gemacht. Lesen war, glaube ich, nichts, wir sind einfach nur aus Daniels Zimmer nochmal raus. Wir sind dann hier an die. Zur Tür. Die Tür da hinten, da hatte der Schlüssel nicht gepasst. Also da hinten ist noch eine Tür dran. In deren Zimmer war noch eine. Da hat der Schlüssel nicht gepasst. Hier an der Vordertür hat er gepasst. Von daher gehen wir halt gerade nochmal hier rein und gucken, was uns hier alles erwartet. Whoa. Is this her personal archive or something? Yeah. She keeps track of everything in here. Stuff about my sister must be in this one. Okay, I've got something. Must be what you're looking for. Damn. She has pneumonia? And for what I get, Lisbeth knows damn well she needs medical treatment. That's criminal. She's insane. Look. She has a file on you, too. You can take a peek and see how she really treats her flock. Man, what's all this? Were you, like, sick? Conversion therapy? Did they wanted to cure you from being... Pretty much. I always showed more interest in boys than girls. They thought I was a freak. A sinner. Is that why you ran away? Yep. Took me 5 years to understand what was up. I was too scared. Confused. I really did believe I was a sinner, so I thought I had to atone for my sins. Atone? For what sins? I don't get how they can preach this kind of crap. I mean, you met Finn and everyone. Are they sinners then? Of course not. I just didn't know different, Sean. I believed them. Damn, Jake. After a few years, I was in a really bad place. I tried to hurt myself. Elizabeth was very upset. We had a long chat. She told me I should leave. Go see the world and figure things out. I don't really get her, Sean. But Elizabeth does believe in all of this stuff. I had no clue about your life here. I'm sorry, Jake. I'm sorry I brought Daniel here. I was just so blown away when I saw what he could do. It was like a real miracle. I thought I'd found my faith again. Instead, I just hurt him. You didn't know this would happen, Jake. His powers tripped me out, too. Don't worry. We'll get him out. I hope so. And I'll get my sister to a hospital. Have her treated. I hope they'll help her. Keep our money. For your sister. She needs it. Oh, I can't do that, Sean. That's a lot of- We're okay. It will cover her medical bills. Wow. Thank you, Sean. Sean, are you there? What's up? You got company. That thug who works for Elizabeth. He's just holding some files. Doesn't seem to be on to you. This guy is dangerous, Sean. Hey, trust me. I have a good plan to get him out of your way. He'll give you more time. Just give me the word. Yeah. See what you can do. I will.
Sean, we gotta hide. Now. Okay, können wir vielleicht erstmal, ja, so tun, als wäre hier nichts. Hurry up! Irgendwas? Ich glaube nicht. Schrank, Schrank. Come on, Sean, we need to hide. Hör mal den. Wir müssen noch rausgucken. If he finds us here, we're screwed. Dann versteck dich doch mal. Da ist noch ein Schrank. Sarah dabei? Gerade was husten hören. Hm. Weird. Better tell Elizabeth about this. Scheiße, wir hätten die Tür absperren sollen. All right, let's see. Huh? What? What the fuck is going on? Sean, do you think it's gotta be Karen? Oh, he's gone. Let's get out of here. Oh man, that was crazy. I really thought he was gonna catch us. The guy's leaving. Looks like my diversion worked out. Yeah. Nice job. Okay, ich würde das aber noch anschauen hier. Seriously, how can she ignore that? Sehr geehrte Pastorin Fischer, ich hoffe, dass Sie mir für das, was ich wie ein Eingriff in Ihre Kirche und Ihren Glauben anfühlen muss, vergeben. Doch ich habe großen Respekt für das, was Sie über das letzte Jahrzehnt hinweg aufgebaut haben. Ich habe keinen Zweifel, dass der Herr Sie aus gutem Grund erwählt hat. Ich bin seit langem ein persönlicher Freund der Hackermans. Oder auch ihre liebe Tochter, die seit langem an einer Krankheit leidet. Zum Glück ist medizinische Hilfe verfügbar. Sie hat ihre Familie allerdings aufgrund ihres Ratschlags abgelehnt. Sie sehen ihre Lungenentzündung als ein spirituelles Problem an, welches sich nur durch Gebete lösen lässt. Ich teilweise glaube, dass dies zutrifft, denke ich auch, dass wir mit den Wundern arbeiten müssen, die diese Medizin für uns bietet. Ich hoffe, Sie sehen, wie ernst die Lage ist und ich fühle mich persönlich dafür verantwortlich, also für Sarah Lee und ihre Familie, sehr fromm sind. Ich würde gerne nächste Woche mich mit ihnen unterhalten und ihren Standpunkt zu dieser Angelegenheit hören. Ich hoffe, sie nehmen mir die Kontaktaufnahme nicht übel. Ich freue mich darauf, bald mit ihnen zu sprechen. Hochachtungsvoll, Pastor Oliver Gard. Grant. Okay. Fuck. She's done some serious research. Okay, Polizei sucht nach dem Verdächtigen. Und Daniel, ein Zürtel löst Protest okay. aus. We shouldn't be here. Are you ready? She's running a typed ship here. Are you ready? Is she actually scared of me? Lass mich doch mal in Ruhe hier durchlesen, Jacob. Meine Mitglieder, ich sende euch diese Nachricht als Warnung, dass unsere Kirche vielleicht einen gestörten Stalker hat, der behauptet, Daniels Bruder zu sein. Ein mexikanischer Teenager mit nur einem Auge zwischen 16 und 18, der sich Sean nennt. Nehmt keinen Kontakt auf, falls ihr ihn sehen sollt. Ruft nicht die Polizei. Wird mich oder Nicholas unverzüglich. Er darf nicht in Daniels Nähe oder in die Nähe einer der Mitglieder unserer Kirche gelassen werden. Bete, dass ich euch nicht alarmiert habe, doch wir haben die Verantwortung, vor Bedrohungen von außerhalb zu beschützen. Segnet seid ihr alle für euren Glauben. Eure Liebe und eure Stärke. Better get Daniel out of here, before she gets too much attention. Willkommen zu unserem Himmelsreich. Unsere Reklametafel werden Sie nicht langweilen. Erreichen Sie 1 Million Fahrer pro Jahr, lassen Sie Ihre nächste Anzeige von unserem Team aus Marketing-Experten erstellen. Groß bis klein, wir decken den Start ab. Schicken Sie uns heute noch an und schicken Sie sein E-Mail einen kostenlosen Kostenvoranschlag. Anruf, E-Mail, bla bla bla, Himmelreich, Reklametafeln, Henderson, Nevada.
I don't think there's anything worth a look in here. So, dann will ich jetzt noch mal kurz in Daniels Zimmer. Ich dachte, da hätte ich nämlich noch irgendwas. Das haben wir noch nicht untersucht, oder? Oh, da haben wir nämlich Finns Armband, noch eine Bibel. Zeichnung. No matter what happened, I guess Finn was a real friend to Daniel. The Book of Daniel. So much for Hot Dog, man. Ich, Daniel, war entsetzt und dies geschreckt, Gesicht erschreckte mich. Ich ging zu einem von denen, die da standen, und bat ihn, der mir über das alles genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Diese großen vier Tiere, die vier Königreiche, die auf die Erde kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und wir werden es immer und ewig besitzen. Oh, they're so cute. Die können wir dann mitnehmen. Ja, sehr schön. Dann haben wir ja auch alle hier mitgenommen. What is this? Daniel Fisher? Oh no. No, that's total bullshit. And creepy. Okay, seid ihr so als ihren Sohn ausgeben? Nevada Eisenbahnmuseum, eine Reise in die Vergangenheit. Erwachsener, ja, und einmal Kind. Okay, aber ich denke, es ist dann jetzt doch der Zeit zu verschwinden. Nothing here. Vielleicht ein BH mitnehmen. Hier war sonst nichts, genau. Na dann. Look at that. Your mom is hardcore, Sean. Yeah. I guess she is. So we're all good now? I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Then let's meet up at the car, okay? All right. You be careful, okay? You too, Sean. Good luck. Okay, das hat sich ja tatsächlich gelohnt. Come in, Karen. See anything? No, you're all clear. Awesome. Talk later. Gut, die Frage ist, wo ist Daniel? Können wir hier vielleicht nochmal reingucken? Locked, of course. Wir können, glaube ich, auch gerade nichts anfunken. Scheinbar gibt es gerade nichts Interessantes. Hi. Mission accomplished? Yep. Now the hard part. Did you find what Jacob needed? And a whole lot more. Thanks for the help. That was pretty sweet. I try. You did well. Hey, I'm here if you need me, Sean. I know, Karen. Thanks. No problem. So, das war ja gerade bei Jacob leider der Zeit, als ich das Ding untersuchen wollte. So you know what you're gonna do? No. But let's do it. Oh Lord, let your power speak through this young vessel.
I am your humble Sean, servant and will obey your every command. Speak to me. It's Daniel. Speak. I told you, he's kind of special. Hey. Sean, you came back? Enano, little cub. Come with me, Daniel. We're leaving. What? No, I'm not going anywhere. She's full of shit, dude. And she's using you. Daniel has made his choice, Sean. But I'm offering you to join us again. Put your faith in me, and you'll be family. Never. So that's your final decision. May the Lord have mercy on your lost soul. It's time for you to leave our sanctuary. Right now. Not without my brother. I'm not going anywhere. This is my home. She's my family now. Daniel, listen. She's not your family. Sean, who is she? Our mother. She came here. For you. Oh, praise the Lord. Another miracle at our church. Wonderful. It's all right, Daniel. Go see her. I mean, she's right there. Don't be afraid. I don't know her. Of course. I know. This is hard for you, my son. Stop calling him that. You're just manipulating him, you sicko. That's in the eye of the beholder. But since you are his mother, let me ask you. How could you let your child wander alone in the wilderness? Where were you when Daniel was lost? Where? Listen, Daniel. I came here as soon as I found out you were here on your own. I'm not on my own. Children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. You were blessed with a divine gift. And you cast him out into the world. Who the hell are you? You might have been his mother once, but when you abandoned him, you also gave up your rights. Isn't your God all about forgiveness? You have no idea what the Bible says. How can you pretend to care about these two children? You left them and your husband to seek out your base desires. Daniel, honey, she's trying to trick you. Please, think by yourself. You're smarter than this. Daniel, she's responsible for what happened to your father. You don't know anything. It was an accident. That's what this world is about. Accidents, injustice, pain. I'm just so sorry, Daniel. I know. I know how much I hurt you and your brother by leaving. I know that's not enough, but I hope we can talk about this together. That's what I've been trying to tell your brother, and I'm so glad he listened. You gotta trust us. She's using you for her selfish desires. Daniel, this time the choice is yours. Are you going to believe her or me? I... That's right. You can't tempt Daniel from this garden. He'll stay with us, his true family. And we'll never leave him. Go to hell. Come on, Daniel. No! Stop! Holy shit. Reverend, are you okay? Nicholas, they're heretics sent to desecrate our church. Okay, what now? Don't you understand? This is over, Sean. You have to talk to him. You can convince him, Sean. I won't leave you, Daniel. Not here. Don't be so stubborn, Sean. Your brother chose his path. Your friend, Sarah Lee? She's very sick. And Lisbeth won't take her to a doctor. What? She wouldn't do that. This is pointless. Daniel knows who to trust.
I know. She went to see doctors for herself when she was in pain. She never waited for a miracle when she was in danger. What? Is that true? Reverend Mother? Have faith in me, Daniel. I know what I'm doing. God is speaking to me and to you. She was kicked out of her previous church. Yeah, they knew she was crazy. So she left and founded Haven Point. Why would they do that? Did she do something wrong? Liar! I left on my own because they were all blind. Don't believe his lies, Daniel. I found a letter from Karen, our mother, inside her house. She hid it from you, so you never know. She's looking for you. What? You told me she didn't want to see me. See what you have done. Hey, Inanno. Back off. No one is gonna keep me away from you. I said stop! Don't. I came all this way for you, and nobody will stop me. I'll even cross hell or whatever if I need- Sean! He must learn. Listen. I know I wasn't a great brother. I was an asshole. I took you for granted. I put you in danger. And I'm sorry. Sean! Don't listen to him. He left you just like that harlot did. Shut him up! He can hit me as much as he wants. I won't give up on you. Don't hit him! Don't let them do that, Daniel. If I could go back in time, I would. We'd be in our living room in Seattle. That would get us pizza and snacks, then pick the movie, because we would always fight about it. And he always picked your movie. But I can't do that. All I can do now is fight. Quiet! What are you waiting for? We're the best team in Anu. Stop so it! So we have to keep going no. forward. What are You're you going to kill him? Please! He's my brother! You can burn down our church, but not our faith. Daniel knows you're telling the truth. Don't give up. Nothing, nothing is gonna stop me, Daniel. We're brothers. I know. Dad always said our blood link was the most important thing. You know. Please! Stop! Leave him alone! Daniel! Listen to him! I won't stop, no matter what she does. I'll come right back, again and again. I love you, Daniel. I do too. Shut him up! Now! Don't move! Just stop! If you want to kill me, then do it! I'm not afraid! Do it! Shoot! Don't! Go ahead! What? Shoot me in the face! And live with it! Now! Stop! She was someone else. I'm sorry. Shh.
Sean. We need to get out of here. Now. Oh, no. No. You started this fire. You will all burn in this hell. Move. Let us go. Move it! You won't leave this place. Not with me alive. I said move! Or I will hurt you. Sean. Foolish child. You can't threaten me with death. I embrace it. I know what awaits me. Open the door, Inanna. Daniel, after all I did for you, you can still repent. I don't believe you anymore! Ugh! Na gut, dann haben wir auch das mal erledigt, der Römerbrief 3,23. Ja, war gar nicht mal so einfach hier die ganzen Leute rauszukriegen. Aber es hat funktioniert. Ich hatte kurz überlegt, ob wir sie erledigen. Aber ich denke, Sean hat jetzt in dieser Episode doch
eine Menge einstecken müssen. Und es hat sich im Endeffekt aber hoffentlich gelohnt. Gut, schauen wir uns mal die Statistiken an, wie es aussieht. Erst nochmal die allgemeinen, also beide Sehtests bestanden, nur ein Drittel geschafft. Dann die meisten haben Bescheid, also haben gesagt, dass Finn die Idee hatte zum Einbruch. Okay. Knapp die Hälfte hat es geschafft rauszukommen. Etwas über die Hälfte hat es geschafft rauszukommen, ohne jemanden zu verletzen. Sehr gut. Überzeugt, angegriffen und ein Drittel hat halt den Wächter sich geschnappt. So, Finn war nicht im Krankenhaus. Waren aber die meisten nicht mit ihm geredet. Die meisten, die mit ihm geredet haben, ihm die Schuld gegeben. Und, es haben tatsächlich die meisten mit ihm geredet, fast die Hälfte. Die andere Hälfte hat nicht mit ihm geredet, ungefähr. Knapp die Hälfte hat sich dagegen entschieden, das Spielzeug zu holen. Etwas mehr als die Hälfte hat es abgenommen. Hier ist es auch wieder relativ ausgeglichen. Also knapp die Hälfte hat sich geweigert. Ein bisschen weniger haben halt das gesungen und ungefähr so 5% wurden halt nicht aufgefordert. Fast alle haben sich halt dazu entschieden, den Truck zu nehmen. Nur ein Drittel hat der Kirche Geld gegeben. Fast alle haben sich dann entschlossen zu öffnen. Und zwei Drittel haben noch eine Zigarre mit ihr geraucht. Ich meine an. Genauso wie sie dann nachher die meisten halt die Reinigung akzeptiert haben. Und wir haben es aber trotzdem geschafft, dass Nikolas nichts rausgekriegt hat. Sehr gut. Knapp die Hälfte hat das Geld geteilt. Ein bisschen mehr als die Hälfte, knapp die Hälfte haben es nicht geteilt, so rum war es. Drei Drittel haben es geschafft, sich erfolgreich zu verstecken. So, Lisbeth erschossen, ohne dass er sie verletzte. Du hast ja in seine Kraft auf Lisbeth, als er sie verletzt. Okay. Ja, auch zwei Drittel haben sie halt verschont. Gut, dann guck mal, wie meine Teamfreunde sich da entschieden haben. Na gut, die Hälfte hat ungefähr die Sehtests bestanden. Alle haben gesagt, das war Finns Idee. Alle sind entkommen, ohne jemanden zu verletzen. Es hat niemand mit Finn geredet. Die Hälfte hat sich gewehrt, die andere Hälfte nicht. Es haben aber tatsächlich alle das Lied gesungen. Alle haben nachgegeben. Alle sind mit dem Truck gefahren. Haben alle Geld gespendet. So was. Es haben sich alle geöffnet, hätte ich mir jetzt auch gedacht. So, wenn man die Entscheidung von vorher anschaut. Die anderen Episoden und so. Die Hälfte hat geraucht, die andere Hälfte nicht, aber ist geblieben auf jeden Fall. Alle haben die Hilfe akzeptiert. Alle haben es geschafft. Verstecken und dass Nikolas nichts rausgefunden hat. Okay, Hälfte das Geld geteilt, interessant. Wie gesagt, alle haben sie erfolgreich versteckt. Und alle haben Lisbeth schont. Naja, dann soll es das auch mal wieder gewesen sein. Wie gesagt, hier in etwas längere Folgen in der Episode, aber das war halt dann immer gerade während eines Gesprächs erwähnen, einer Zwischensequenz, und da wollte ich dann ungern die Folge mittendrin abbrechen oder halt mittendrin dann die Folge beenden und in der nächsten Folge dann mit der halben Zwischensequenz weitermachen. Ja, eine Episode bleibt noch. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Ihr hattet Spaß, seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, gut, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.